Warum sind wir so leicht beige vorne? Ah, jetzt noch weiß. Danke sehr. So, komplette zweite Startreihe. Das haben wir auch ziemlich selten gehabt. Und dann die auf den harten Medium fahren und die Stunde eigentlich nicht durchziehen können, machen die auf jeden Fall einmal Stopp mehr als wir. Das sehe ich jetzt schon. So, und der große Preis von Phoenix oder USA, wie man sehen will. Die drei Stunden sind freigegeben. Ah, wir werden direkt geholt. Das sehe ich jetzt schon kommen. Ah, geht noch. Wexbach, was machst du da? Wexbach, bleib weg. Wie gesagt, letzte Saison war von Engbert das beste Rennen, was ich je von dem gesehen habe. Trotz des Verbremses so eine richtig starke Leistung einzulegen. Beste war schnell zu machen, obwohl unser Wagen eigentlich gar nicht so schnell war. Wie gesagt, die müssen relativ früh wirklich in die Box kommen. Oh, der Dings, der fällt sehr weit zurück. Da kommt, Alter, da kommt wieder der Lanchester. Alter, der Lanchester geht so ab, das ist so krass. Ja, die haben halt wirklich diesen Vorteil mit dem ERS, ne, aber da waren die so megamäßig schnell. Also Lanchester steigt sehr wahrscheinlich die Saison nochmal auf. Aber trotzdem finde ich es krass. Boxengasse, okay. Was immer der gemacht hat, jetzt ist es halt Renovet. Ahnung. Hand jetzt auf Platz 12, mittlerweile zurückgefallen. Nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also bisher ist das Engbeck so gut mithalten kann, gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, wir fahren sehr, sehr lange. Und Motor drehe ich auch jetzt schon mal runter, damit wir auch wirklich die Distanz durchziehen können. Kann aber sein, dass Hand dadurch relativ zügig jetzt noch ein bisschen zurückfällt. Jetzt weiß er, keine Ahnung, welche Position. Aber ja. Solange noch sie nicht letzter ist, ist alles gut. Ah, die anderen haben halt den Motor noch komplett. Ah, und doch nicht mehr. Wir fangen schon an, die Reifen zu schonen. Motor drehen die immer noch komplett auf, aber Reifen fangen die an zu schonen. Das ist krass. Dann schonen schon lieber den Motor, weil der ist wieso hier schnell kaputt. Naja, wir haben es gesehen, wie Hand sich verbremst hat. Ja, auf der Geraden haben wir ein Glück, dass wir den stärksten Motor haben. Betriebe sind wir auch Gott sei Dank in der Regel stärker als die anderen. Bis auf Poplona und Shimizu. Ich bin gespannt, was Kanastet macht. Oh, Shimizu war dritter nur noch. Hoch auf Platz 3. Das ist stark. Aber warten wir erstmal ab. Die sind auf dem Softreifen unterwegs. Engberg wäre gut, wenn du deine Form behalten würdest. Also stärker werden würdest wieder. So, ein bisschen die Reifen schon nach dem Motor hochgehen. Wir müssen ja nicht übertreiben im Motor, ne? Na, der Mopelier, der klebt uns auch ganz schön hinten dran. Und dahinter ist direkt der Backspot. Für Kanastet wird es richtig schwierig. Also Shimizu müsste schon ausfallen, damit Kanastet einigermaßen eine Chance hat. Weil die sind eigentlich schon relativ gut unterwegs. Auf Platz 6 und 7 eigentlich. Müsste jetzt 6 und 7 eigentlich sein. Muss ich fragen, ob die Temperatur auch zurückgeht, wenn wir so fahren. Weil die ganze Zeit den Motor aufgedreht lassen, das glaube ich hält der nicht auf, auch wenn wir 90% haben. Also ein paar Sachen müssen wir auf jeden Fall... Boah, was geht mit Platten eigentlich so ab? Platten geht mega ab. Na, wir warten mal. Also wie gesagt, das, so lang können die in der Regel nicht fahren mit diesen Reifen. Halbe Stunde würde ich mindestens mal schätzen. Das heißt, sie werden einen Stopp mehr machen. Die Temperatur geht leicht runter. Das ist schon mal gut. Dann kann Hand auch, wenn wir so mit Hand weiterfahren, kann die auch ein bisschen länger fahren. Also es wäre gut, wenn sie mindestens nur 50 Minuten ziehen könnte. Da kann Wiegler auch noch seine 50 Minuten ziehen und dann Graf von Deli
warum die auch immer wieder 86 hat und nicht mehr durchziehen. Also Engberg kommt da gut alleine klar. Und Hunt, ja, faltet sich so ein bisschen eigentlich auf Platz 12 fest. Das ist schon mal sehr gut. Wir müssen auf die Runden achten, ne? Nicht, dass wir zu viel Sprit vergeuden. Okay, wir gehen jetzt mal schon wieder in den Schnellmodus. Das erste Mal in den Schnellmodus in diesem Rennen. Dann stellen wir die Reifen und den Motor ein bisschen wieder um, damit ein bisschen Temperatur reingehen kann. Ja. Oh Gott, jetzt hat sie direkt den Platz verloren. Jetzt hat sie den Motor nicht aufgedreht und dann wird sie direkt überholt. Das dauert nicht mehr lange. Platz 1, Platz 5 und Platz 21. Okay, Platz 21 kommt jetzt schon in die Box. So, Reifen werden runtergestellt, aber der Motor diesmal nicht hoch. Also Gott sei Dank machen die definitiv einen Job mehr als wir. Was haben wir denn für Zeiten im Vergleich? Ja, wir sind deutlich langsamer. Aber es geht noch. So, wann kommt der Führer in die Box? Der müsste eigentlich Ende der Runde reinkommen. Okay, Hand fällt wieder weiter zurück, aber die kommen ja auch schon bald in die Box. Der Shimizu kommt knapp hinter links raus. Das ist nicht gut. Wir haben schon 78% Motor nur noch. Okay, du drehst mal den Motor leicht auf. Ja, dass wir den nicht halten können, war mir klar. Du musst auch nicht schnell vorbei an dem. Du musst wie so, nur so lang fahren wie möglich. Das machen wir jetzt dadurch, dass sie so fahren kann. Engberg, da darf Gas gehen wieder. Hey, hol doch auf. Jetzt geht richtig ab. Los, Engberg. Knall da Zeiten hin. Also 50 Minuten wäre gut für Hand. Umso mehr, umso besser. Weil so ungefähr 53, 54 Minuten wäre perfekt. So, wir gehen mal in den Normalmodus. Also sie ist bei 50 Minuten jetzt. Ich bin gespannt, wann sie anfängt zu motzen. Also Reifenmensch, wir hätten sie auf die Mediums setzen können. Aber man weiß ja nie. Ja, du musst leider so weiterfahren. Tut mir leid. Platz 7 kommt in die Box. Ein B-Auto. Der muss in die Box, weil sie K.O. ist. Das ist auch mal krass. Ich kann nicht mehr weiterfahren. Bitte lass mich nur. Nee, du fährst noch so eine bis zwei Runden. Ich hoffe mal, du machst keinen Fehler. Das wäre sehr schön. Man kann hier leider Fehler machen, gerade in den schnellen Kurven, da wo man Zeit gewinnen kann, da machen die einen Fehler. Platz 3 in der Box. Du bist direkt dran an dem, eigentlich verschalten wir bleiben. Wir sollen aber wie gesagt Hand nicht außer Acht lassen, die kommt Ende der nächsten Runde rein. Wir schon Reifen. Schont ihr noch mehr? Nö, sind wir dran. Hand, das machst du super. So, Ende der Runde. An Wiegel. Harte Reifen. Volltanken. Perfekt. Boah, wir sind so nah dran.
Jetzt mit mehr Motorleistung sogar noch. Aber wir schon halt die Reifen, das ist schade daran. Aber er ist daneben. Ui. Endlich haben wir mal ein richtiges Duell hier. Seit langer Zeit. Wir müssen aufpassen. Können nur noch ungefähr 6 Runden fahren. Schnell den Motor mit uns runter. Der Workshop geht gerade ein bisschen radikal. Weil wenn die mit dem Medium zur Stunde fahren können, was sie gerade machen, dann könnten die auch auf einen Shop gehen. Und das wäre für uns übel. Zwar müssen wir im letzten Stopp vermutlich ein bisschen weniger tanken, wenn man es genau dann ausrechnet. Der fährt 36 Runden, der fährt eine Stunde mit den Medium-Reifen. Jetzt kommt er in die Box. Dann müssten wir eigentlich aufdrehen. Wir müssen aufpassen, weil die Reifen können nicht mehr so viel aushalten. So, ja, wir machen es so. Vielleicht haben wir Glück und der Zweitplatzierte kommt so ein bisschen mit dem Verkehr raus. Also er verliert richtig Zeit. Was ist denn Zweitplatzierte überhaupt? Da oben in der Ecke. 3 Runden. Motor drehen wir leicht mal auf. 81% sieht sehr gut aus. Hier sind 70%. Mut im nächsten Boxstopp müssen wir die Nase wechseln. Also 1:12 müssen wir mindestens auch erreichen. Also Wiegel muss relativ lang fahren. Sagen wir es so. Wenn wir den schon lassen, könnte er es packen. So 2 Runden noch. Ich weiß, dass Engberg so langsam Probleme bekommt. Nicht mit dem Reifen auch, aber mit dem anderen Sachen. Hier hat er einen Buckel, 40. So, Ende der Runde kommst du rein. Gib's ab an Burillo. Dann darf Hen mal den Endspurt fahren. Tanken auf, 55 Sekunden. Reparieren nichts. Das heißt, wir müssten eigentlich vor Kane rauskommen. Okay, nee, die Bockengasse ist sehr, sehr lang. Und die anderen waren, glaube ich, einen Tick schneller noch. Ne, wir waren schneller. Sehr gut. So, Box. Wo ist der Zweitplatzierte? Okay, der Zweitplatzierte wird uns auf jeden Fall überholen. Fehler beim Reifenwechsel. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ach, Mann. Dann verlieren wir sogar noch die Position auf Canastet? Ich glaube schon. Ne, haben noch Glück gehabt. 11 Sekunden, ey, mein Gott. Ziehen wir die ab, sind wir sicher auf Platz 2. Mit ganz wenig Rückstand eigentlich gefühlt nur. Aber wie gesagt, die müssen halt in die Box kommen. Hinter Kane waren wir ja schon. So, und drehen wir mal den Motor etwas auf. Ja, Wiegel, du musst so weiterfahren. Erstmal müssen wir aufholen auf Platz 3 wieder. Ja. So wie man sieht. Stimmt jetzt die Rangliste, die da steht. Deswegen sind wir auch. Wir sind auf Platz 4. Und wir müssen Platz 3 jetzt mal holen. Die harten Reifen halten ja zum Glück etwas länger. Ich frage, wie lange Dings fahren kann. Wir sind jetzt 1:07 gefahren. Hen kann natürlich etwas länger. Haben wir mehr angegriffen? Lass das doch. Kasse, du musst 2 Stopp machen. Ich fahre nur noch einmal in die Box. Und wenn nichts dazwischen kommt. Aber wir holen wieder auf den Pablona. So, mach Platz. Mach Platz da vor uns, bitte. Nee, wir verlieren ja den Platz. Alles klar. Ich frage mich immer, wie lange die eigentlich meistens den Motor aufdrehen. Sobald wir überholt werden, drehen die Motor zurück.
Wie schnell ist denn Diesel im Vergleich? Na, ungefähr gleich. So, drehen wir mal den Motor ganz auf. Jetzt sind die mal am Zug. Machen wir auch nicht so häufig. Und sind wir vorbei. So kann ich das so leben lassen. Und dahinter ist direkt der andere. Wir haben halt Zeit verloren auf dem Vordermann. Warum der Platz 24 überhaupt keinen Platz macht? So, gar keine Anzeichen, um Platz zu machen. Jetzt sind wir vorbei. Danke sehr. Aber wir dürfen halt den Motor nicht zu sehr aufdrehen. Ne? Sonst ist erstens der Motor kaputt und der Sprit sehr schnell leer. So, sehr schön. Das kann der Platz 24 gerne machen. Kann er dann noch weiter aufhalten. Müssen wir schon am Platz 23 vorbei. Ja, das ist auch... Naja, ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich kein Problem, aber ja, es war ein kleines Problem. Hat es erstmal wieder freie Fahrt. Die Wiegel müsste eigentlich mal ein bisschen Gas geben können, dürfen, aber ja, ich möchte es eigentlich, aber müssen. Und die Reifen mal auf Temperatur kommen. Und der Motor mal auch entlastet wird. 61%, wir haben die Hälfte des Rennens. Fast. Das wird hart. Einsam kann das halt vorbei. Alles klar. Schauen wir mal, ob wir uns so halten können einigermaßen. Ja, die Temperatur geht jetzt gefühlt gar nicht mehr runter von den Reifen. Auch wenn es die harten Reifen sind. Ist die Frage, wie lange fahren die schon auf diesen Reifen? Kann ich das gucken? 30 Runden. Holt Papua mehr Punkte? Nein, die holen nicht auf. Es haben immer noch sehr, sehr viele Punkte Vorsprung. So, dann darf sie wieder schonen. Ja, dann muss mindestens noch mal so 20 Minuten durchhalten. Das sollte er eigentlich packen. Aber jetzt ist Borrelio richtig drin. Das können wir aufholen. Dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht gleichzeitig selber überholt werden. Jetzt sind wir dran. Und wir werden nicht. Huiuiui. Ich glaube, wir werden gleich überholt. Das steht fest. Das ist gut, wenn die gleich in die Box müssen. Jetzt gehen die auf, ne? Ja. Die drehen auf, wenn wir runterdrehen. Läuft bei uns. Jetzt müssen wir noch mehr runterdrehen. Also, ich verlasse jetzt so, dann, sonst können wir die Distanz nicht von dem Stopp erhalten. Ja, ich glaube, wenn wir so fahren, kriegen wir sogar hin. Also wie gesagt, Rondelli kann ja relativ lang fahren im Vergleich zu den anderen. Wenn die anderen so auch so im Schnitt meistens eine Stunde fahren könnten, wäre das nicht so schlecht. Aber wir sind ja jetzt unsere Position wieder. 10 Sekunden verloren. Alter, gibt der Gas. So, wir sind jetzt Zweiter mit 10 Sekunden Rückstand. Und die werden sehr lange noch fahren.